Ich habe gerade noch entdeckt, dass ABK ein Video hochgeladen hat. Wenn der Bruder was hochlädt, ich freue mich immer wie Sau, weil er einfach der Realste ist in diesem ganzen YouTube-Shit hier, ne? Ich hänge heute ein bisschen, ne? Ich bin gerade im Arsch. Ziehen wir uns den Bruder einfach jetzt rein, Alter. Auf Lunge. Ganze Nacht lang in dieser Flasche habe ich reingepisst, in den Eimer habe ich reingekotzt. Mit dem Tuch habe ich meinen Mund abgewischt. Hier seht ihr so Zitronen. Die habe ich auf meinen Kopf getan, weil ich miese Kopfschmerzen hatte, 10 Stunden lang. Ich glaube sogar wirklich, dass ich Corona habe. Kein Spaß, ich muss unbedingt diesen Test machen. Ich habe aber gehört, man muss den selber bezahlen. Der kostet, glaube ich, so 70 Euro oder so. Aber das kann ich mir ja dank meinen letzten Videos leisten. Okay. 383 Aufrufe, 383.000 Aufrufe und 31 Dollar. Bei dem anderen 520 €. Alter, Digga, ich verstehe es nicht. Okay, Alter, du nimmst kein Blatt vor dem Mund, das ist das Problem, Alter. Aber ich feiere dich dafür. Hardcore, des Grauens. Auf jeden Fall hat sich ja gelohnt, 70 Dollar korrekt. Hey Leute, ich werde jetzt das H-Wort zensieren, damit ich sogar mit diesem schönen, gepflegten jungen Mann Geld verdiene, als hätte ich ihn für mich arbeiten geschickt. Das Jahr 2021 hat gerade. Okay, wenn das schon so anfängt mit dieser Musik, dann bedeutet das, der disst jetzt wieder einen weg, Alter. Das ist das Einzige, was ich mir jetzt erklären kann mit dieser Musik wieder. Hat erst angefangen. Wir haben jetzt schon den größten so 2021 gefunden. Boom! Was geht ab? Babak ist wieder am Start. Wer ist das? Babu Bob Babak. Okay. Und wir reagieren heute auf ein Video von ABK. Er ist zu scheinheilig, von daher, er steht auf meiner Liste Number One. Du kleiner Hurensohn! Okay. Ich habe das Video noch nicht gesehen. Ich glaube, der wird den jetzt gut zerlegen, Alter. Normalerweise müsste auf so einen Scheiß gar nicht drauf eingehen. Der Typ zieht sich wahrscheinlich eh nur an dem hoch, aber naja, schauen wir mal. Und ich weiß, jetzt werden mir viele sagen, boah, der macht das doch extra wegen Aufmerksamkeit. Sogar meine Freunde meinten, Bruder, mach kein Video bei denen. Der will sich nur an die hochzinken. Ja, Bruder, stimmt. Deine Freunde haben recht. Ist das scheißegal. Ich habe euch eh gesagt, dass ich in letzter Zeit sehr viel Hass und Wut in mir habe. Und ich habe wirklich was gebraucht, wo ich meine Wut rauslasse. Der Satan hat mir echt dieses Geschenk vor die Füße gelegt. Der will Aufmerksamkeit? Gib ihm Aufmerksamkeit. Ich bin sogar so korrekt, ich verlinke den sogar. Erster Link in der Beschreibung. ABK Army, klick drauf, bestellt ihm schöne Grüße von mir in den Kommentaren. Und noch an dich ein kleiner Tipp, Bruder. Nee, nicht Bruder, dann wäre ich auch ein Hurensohn. Der war sogar bei Love Island da, Arme. Der hat richtig versucht, Fame zu bekommen. Ich glaube, das Video bringt dir mehr Fame als dein Love Island Scheiße dann. Nur hier bist du nicht auf Love Island, weil hier wird nicht die Liebe deines Lebens gesucht. Hier kriegst du den Fick und Schwanz deines Lebens, du kleine Schwuppe. Aber guck mal. Alter, ey. Egal welchen YouTuber, ich kann ihm nur davon abraten, gegen ABK irgendwas zu machen, zu sagen oder sonst was. ABK ist ein Motherfucker. Der setzt sich wirklich 2 Tage an seinen scheiß Laptop und fängt an zu recherchieren und sucht in den tiefsten Untergründen, um dich zu ficken, Alter. Leute, rafft es endlich. ABK könnt ihr nicht ficken, Alter. Guck uns jetzt mal diesen metrosexuellen Hurensohn genauer an. Sein Kanal sieht genau so aus, wie wir sehen. Babu, was, Babu, Bub, Babak. 10.000 Abonnenten. Und was macht der? Der macht auch Reactions oder was? Ich schicke ABK, ich schicke ABK. Wenn ich dich irgendwo, ja, okay, ich schicke die ABK Army. Okay, der versucht sich erst an ABK hochzuziehen. Dann nochmal auf bei Inscope. Kevin Laura Müller ausspannen, Wendler, ach komm, ey. Den Titelbild, seine schönen trainierten Testosteron-Oberarme und an den Händen hat er mehr Schmuck als Mero und Cerro El Mero zusammen. Oh, machst du da noch schön Werbung auf meine Videos? Geil. Seine Videos, in denen der mich so nennt, sind sogar bei YouTube noch grün. Wetten Mites wird entweder gestrikt oder es wird gelb. Als ob ich den wirklich als ein so sieht, Alter. Warte, Scheiße, Alter. Und du sollst ein Vorbild sein? Du willst Lehrer werden? Was willst du denn der Jugend präsentieren? Was stimmt denn nicht mit diesem Typ, Alter? Allein schon, wie der aussieht, Alter. Der sieht aus wie diese Zeichen. Kennt ihr diese Zeichentrick? Wie nennt man das? Sendung, Serie? Ich glaube, es ist bei YouTube. Diese Babobus, Alter. Der sieht aus wie Haftbefehl gemalt, Alter. Hier ist, glaube ich, wirklich besser in Deutschland, dass ich kein Lehrer bin. Ach so, no hate gegen Haftbefehl. Haftbefehl kommt hier bei mir um die Ecke.
Beste Bruder. Ohne Scheiß. Alle Lehrer bewerten ja nach Sympathie, nur die verleugnen das. Und ich bin ja wenigstens ehrlich. Ich hätte dir einfach aus Prinzip immer eine 5 gegeben. Und das Geile ist, ich würde dir dann die Klassenarbeit so zurückgeben. Dann würdest du sehen, dass ich bei Name deinen Namen weggestrichen habe und dann auch geschrieben habe, Hurensohn. Und dir dann die Klassenarbeit wiedergeben. Dann sagst du, Herr Lehrer, warum steht hier 5 und Hurensohn? Ich bin doch gar kein Hurensohn. Doch, du bist ein Hurensohn. An dieser Stelle auch schöne Grüße an Yo Yestin. Das ist meine Kopie hier auf YouTube. Da der Sulch hat Elke angegriffen und tot jetzt. Auch ein Video über den gemacht. Checkt mal auf jeden Fall ab, da seht ihr das gleiche wie auf meinem Kanal. Wieso redet der auf der einen Seite so und in seinen anderen Videos so seriös? Da stimmt doch irgendwas nicht, oder? Ich kenne ja nur Two-Face von Batman und dem Joker. Da gibt's noch Two-Face. Scheiße, Bruder. Boah. Das muss ich mir jetzt einfach geben, damit ich meinen Hass rauslassen kann. Wenn ich was erkläre, gehobener Rede, wenn... Boah, das ist schon... Boah, was lasst du auf Diskussion mit denn? Und das Ding ist, ihr könnt sogar dieses Video jetzt schon abbrechen, Leute. Ich schwöre, ich werde dir nur beleidigen. Du keine Sau, du kleiner Lutscher. Kleiner perverser Bastard, Alter. Such dir eine Freundin und fertig. Und ich will gar keine Freundin. Boah, was ein hässlicher Hurensohn, Alter. Boah. Ich will nur dich, weil ich glaube, ich würde dich wirklich öfter ficken wollen als meine eigene Freundin. Du Hundesohn, warum redest du so? Wie kannst du so über so eine Frau reden? Du kennst sie doch gar nicht. Stell dir vor, das wäre deine Schwester, du kleiner Bastard. Stell dir vor, das wäre deine Mutter, deine Cousine, deine Nichte. Ja, ich stell mir lieber einfach vor, dass das deine Mutter ist. Dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen. Dieser kleine Schwanzlutscher ist zu frech. Ganz ehrlich, wenn ich irgendwann mal ABK sehe, irgendwann mal auf der Straße sehe oder auf irgendeinem Festival oder egal wo, Alter, ich pack den. Was ist los mit dem? Kriegt der keine Luft mehr oder der heult? Was ist mit dir? Du hast eine Fresse, Alter, du Hurensohn. Der regt mich auf, Alter. Am Ohr, ich nimm das auf. Ich schwör's auf alles. Und wenn ich schwöre, dann mach ich das auch genau so. Pack mich, wenn du mich auf der Straße siehst. Ich bin geschieden und ich stehe unter Polizei. So, ich sag das sogar im Vorfeld. Ich werde mich draußen sehen und pack mich mit euch. Ich hab nichts gemacht. Das Video war nicht ernst gemeint, sorry. Du weißt es ganz genau. Du weißt ganz genau, wie du den kleinen Kindern und auch den anderen Jugendlichen das Geld aus der Tasche ziehst. Du weißt ja, ein Baby K zieht wem Geld aus der Tasche, Alter? Der arme Bruder, Alter, der hustelt seit, keine Ahnung, 10 Jahren in YouTube oder 15 Jahren, Alter. Der verdient doch kaum Kohle, Alter. Der macht das aus Leidenschaft. Du verdammter Hurensohn, ey, gegen den werde ich jetzt auch was machen, Alter. Dieser Hurensohn, Alter. Ich weiß nicht, warum man den Kindern Geld aus den Taschen zieht, aber nein, eigentlich habe ich noch nie so Kindern Geld aus den Taschen gezogen. So bin ich eigentlich gar nicht auf YouTube unterwegs, das weiß man auch. Aber ich weiß, wie man die Kinder beschäftigt. ABK Army, geht mal bitte auf seinen Kanal und hinterlasst mal schöne Grüße. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Aber Leute, ich will doch nicht, dass ihr den beleidigt. So bin ich doch nicht. Quatsch, das will ich doch gar nicht. Auf der einen Seite beleidigst du alles und jeden. Auf der anderen Seite hast du deinen Nachhilfekanal. Alter, was bist du für ein Bastard? Was bist du, schizophren? Hast du 2 Gesichter? 5 Gesichter? 10 Gesichter? Ja, doch, doch. Da hat er ein bisschen recht. Ich bin wirklich, glaube ich, schizophren. Ohne Scheiß. Ich weiß selber nicht, wer ich bin. Ich schwöre, ich weiß wirklich nicht, wer ich bin. Ich bin sehr komisch manchmal. Ich verstehe mich selber gar nicht. Ich weiß wirklich vieles nicht, aber ich weiß, dass du wirklich ein Hurensohn bist. Habt ihr eine eigene Meinung? Genau du. Du guckst gerade zu. Hast du eine eigene Meinung? Ja, ich habe eine eigene Meinung. Ist, dass du immer noch ein Hurensohn bist. AB Motherfucking K, Abdel Halim, der 2 Katzen hat und immer schön mit denen zu Hause schmust und auf Transen steht. Ja, weil ich auf Transen stehe, fühlt sich angesprochen, ne? Weil du auch eine geile Transe bist. Alter, der ist so gefickt. Dieser Typ hat sich jetzt den größten Feind gemacht überhaupt, Alter. Was ein Spasti, Alter. Leg dich doch nicht mit diesem kaputten Marok an, Alter. Bist du behindert oder was? ABK Army, ich spreche jetzt zu euch. Ihr habt mich bis aufs Tiefste beleidigt. Es reicht einfach nicht. Kommt her. Macht ruhig weiter. Das ist viel zu wenig. Es juckt mich kaum, es prallt an mir ab. Ihr habt gehört, Devil, ABK Army, viel Spaß. An alle YouTuber in Deutschland. Ich glaube, die ABK Army hat jetzt erstmal ganz viel Beschäftigung. Die ABK Army hat ein neues Spielzeug gefunden. Er sieht doch aus wie so ein geiler Toyboy. Merkt ihr, wie fake diese Leute sind? Die sind im Fernsehen anständig, reden normal und so. Danach klappt nicht, dann merken die alles kaputt. Dann kommen die auf YouTube und mucken bei mir so auf. Der hat sich einmal verkauft, der hat nicht geklappt. Ich versuche, euch ein zweites Mal zu verkaufen. Wird auch nicht klappen, auch wenn du jetzt Abonnenten und Klicks machen wirst nach diesem Video. Glaub mir, das wird dir auf die Dauer nicht gut tun. Vertrau mir, dafür werde ich auch sorgen. Oh Mann. Ganz ehrlich, hat er denn da jetzt hier seinen Videokanal? Und das ist der wie ABK rummacht, den zieh ich mir auch auf jeden Fall gleich mal rein. Ah, hier verlinke ich den. Wirklich. Boah, der Baba Junge, Alter. Oh Mann.
Ja, Leute, was soll ich dazu sagen? Wer ist dieser Yua So fühlt es sich an, aus dem Bett zu springen, ohne auf die Schlummerfunktion zu drücken und irgendwann mal auf der Straße sehe oder auf irgendeinem Festival oder egal wo, Alter. Ich pack dich, Junge. Noch nie habe ich so heftig auf meine Ehre geschissen wie in diesem Video. Ich habe einmal auf Ehre geschissen, Bruder. Ich habe das gesagt, was ich wirklich so denke und so, ne? Ey, ich wollte darauf reagieren. Ich hatte so lustige Ideen, dass ich ein Video machen könnte. Aber wie du gesagt hast, fuckt mich das ein bisschen ab, weil bei dem merkt man zu offensichtlich. Normal, Bruder, wenn du kommst, wir drehen in meinem Zimmer ein Video. Yo, Leute, was geht? Heute ein neues Video. Ihr seht schon im Titel, dieser Hund hat ABK angegriffen. Das ist ein bisschen Real Talk. Okay, Leute, den ziehe ich mir jetzt erstmal gleich auf Ego separat rein. Jungs, Mädels,